Wie wäre es, dein Mittagessen oder Abendessen mit einem schnellen und leckeren Rezept zu verwandeln? Dann nimm eine Zwiebel und schneide sie ganz klein. Als nächstes schneide 200 Gramm Calabrese-Wurst. Jetzt, nimm eine Tomate und schneide sie ebenfalls. In einer Pfanne füge einen Schuss Olivenöl hinzu, und dann füge die geschnittene Zwiebel, zusammen mit 4 gehackten Knoblauchzehen, einer Prise Salz und einer Prise schwarzen Pfeffer hinzu. Rühre um und lasse es nur 2 Minuten braten. Füge die geschnittene Calabresa-Wurst hinzu und rühre um. Füge die geschnittene Tomate hinzu und rühre weiter. Jetzt füge 200 Gramm Tomatensauce hinzu. Rühre um. An diesem Punkt füge 150 Gramm Farfalle Pasta hinzu, die vorher gekocht wurde. Mische alles, sodass die Pasta von der Sauce umhüllt ist. Jetzt decke mit kochendem Wasser ab. Rühre um. Lass es 5 Minuten kochen. An diesem Punkt füge 200 Gramm Sahne hinzu. Mische gut. Stelle das Salz ein und füge etwas gehackte Schnittlauch hinzu. Unser Rezept ist fast fertig, jetzt füge nur noch 80 Gramm geriebenen Mozzarella hinzu. Lass es noch 2 Minuten kochen, damit der Käse schmilzt. Diese Kombination von Aromen ist perfekt für ein praktisches und köstliches Mittag- oder Abendessen. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.